Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber, der Batti. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Und da ist schon wieder Samstag. Und wenn Samstag ist, dann ist auch Zeit für eine neue Ausgabe der Fernsehschatztruhe. Hallo Frank. Hi Alex. Und ich muss dich bei Gelegenheit mal fragen, wie du es eigentlich Woche für Woche schaffst, immer wieder kreativ neue Anmoderationen zu finden. Also das finde ich grandios. Und wir weisen an dieser Stelle mal wieder auf unseren Auskoppler, unser zweites Projekt, den Medientalk, hin. Guckt da auch mal immer wieder rein, da unterhalten sich Frank und ich über das aktuelle Mediengeschehen, Fernsehschatztruhe, der Medientalk ebenfalls zu finden auf Spotify, Amazon Music, Audio Now, auf unzähligen Podcast-Plattformen. Und da kriegen wir auch ganz viel Zuspruch und freuen uns da auch weiterzumachen. Aber heute sind wir erstmal wieder in der richtigen Fernsehschatztruhe, der Ur-Fernsehschatztruhe, und haben natürlich wieder einen Gast, mit dem wir gemeinsam, mit euch zusammen, in Nostalgie schwelgen wollen. Frank, erzähl! Und wir schwelgen heute über mehrere Jahrzehnte. In den 80ern Moderator bei Radio Luxemburg unter dem legendären Frank Elstner. Außerdem Moderator der ZDF-Hitparade in den 90ern. Gameshow-Moderator bei Tele5. Unterhaltungschef beim ZDF. Und im neuen Jahrtausend sehr viel hinter den Kulissen. Bildet selber Moderatoren aus. Und ist auch weiterhin noch mittendrin in den Medienthemen, die uns jeden Tag beschäftigen. Ich freue mich sehr gleich auf ein wunderbares Gespräch mit Viktor Worms. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. mail@fernsehschatztruhe.de. Viktor Worms ist ein deutscher Journalist und Fernsehmoderator. Er absolvierte 1981 ein Volontariat bei Radio Luxemburg. Danach war er als Redakteur und Moderator für den Sender tätig. Bekanntheit erzielte er von 1985 bis 1989 als Moderator der ZDF-Hitparade. Anschließend von Oktober 1990 bis September 91 moderierte er auf Tele5 die Sendung Stadtland Fluss. Parallel zu seinen Fernsehaktivitäten arbeitete er seit 1988 für Antenne Bayern, erst als Moderator, ab 1988 als Unterhaltungschef. 1994 wurde er zum Programmdirektor bei Antenne Bayern. Vom Dezember 98 bis 31. August 2001 war Worms ZDF-Unterhaltungschef. Dort war er unter anderem für die Produktion von Wetten, das verantwortlich und war ab 2002, 10 Monate lang, Geschäftsführer von Dolci Media, der TV-Produktionsfirma von Christoph und Thomas Gottschalk. Seit 2003 ist er Geschäftsführer der MPS Media Consulting GmbH, die 2004 in Worms Media Partner GmbH umbenannt wurde. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Viktor Worms. Hallo Frank, ich grüße dich. Hallo lieber Viktor, vielen Dank für deine Zeit. Und die erste Frage, die wir immer sehr gerne stellen in der Fernsehschatztruhe, ist: Was sind denn deine persönlichen ersten Fernsehhelden gewesen? Womit bist du groß geworden? Also ich bin groß geworden, also wenn man es jetzt mal aufs Fernsehen generell bezieht, dann war das so als kleines Kind Bonanza. Sonntags am frühen Abend, wenn ich mich recht entsinne, dann habe ich damals schon sehr viel Sport geguckt. Und was Show angeht, naja, wie wir alle, wir sind groß geworden mit Frank Elstner und Wetten, das, mit Coolen Kampf, mit Karel. Und das war dann so in Sachen Fernsehunterhaltung, war das unsere Sozialisierung. Ja, ich kann mich erinnern, dass mir Menschen, die ein bisschen älter sind als ich, die also Bonanza und Sportschau, dass das immer kollidiert ist, oder? Dass man sich aussuchen musste, schaue ich Sportschau oder Bonanza, weil es zur selben Zeit lief, glaube ich, oder? Ja, aber Bonanza war, glaube ich, sonntags, wenn ich mich recht erinnere. Und die Sportschau mit Bundesliga, das war ja dann die einzige Möglichkeit. Ja. Live gab es das ja im Fernsehen nicht. Genau. Das war dann meistens am Samstag, und da war es ja auch, glaube ich, noch so, dass es eigentlich keine Sonntagsspiele in der Bundesliga gab. Ich glaube, die waren alle neuen waren immer samstags. Okay, immer geballt. Und damals war ich noch Fortuna Düsseldorf-Fan, weil ich natürlich in Düsseldorf aufgewachsen bin. Mhm. Bin ich auch teilweise heute noch, aber mittlerweile nach über 30 Jahren in Bayern
Und ich war auch viel damals für Antenne Bayern als Reporter im Stadion unterwegs. Also deshalb bin ich, viele sagen, ich bin nur Programmdirektor geworden, damit mir keiner verbieten konnte, Fußballspiele zu kommentieren. Aber das bin ich dann so langsam etwas zum Bayern-Fan mutiert. Wurde das Fernsehen bei euch zu Hause als Kind reguliert? Also, dass es hieß, ja, so eine Stunde, Ja zwei klar. Stunden schon, oder? Ja, es war zum Beispiel auch, es gab auch noch so etwas wie Fernsehverbot. Ja, kenne ich auch noch. Also, wo du dann, was weiß ich, wenn die Schule sich wieder mal beschwerte über den renitenten Schüler Worms oder wenn du dich ansonsten nicht benommen hast, dann gab es auch mal Fernsehverbot. Das war dann besonders bitter. Okay. War der Samstagabend der, wo man dann auch ein bisschen länger auch bleiben durfte, weil die große Ja. Samstagabendshow lief? Ja. Man musste, also das ist ja fast ein Klischee, aber man musste vorher, wenn wir abends dann Carell gucken durften oder Elstner oder so, früher war das dann noch Kuhlenkampf, dann mussten wir vorher geduscht sein. Ja. Und dann gab es Chips und wir saßen im Bademantel vor dem Fernseher. Also das war so unser Fernsehkonsum und der wurde natürlich auch, ich komme aus einem Wissenschaftlerhaushalt, mein Vater war Wissenschaftler und natürlich wurde das auch, sagen wir mal, rationiert. Also manchmal durfte man bestimmte Dinge gucken, aber da musste man sich entscheiden, ob man das oder dies oder jenes gucken wollte. Es gibt ja auch diesen berühmten Satz nach dem Bade-Hitparade. Weil die Menschen am Samstag vorher baden mussten, bevor es in die Hitparade um 19:30 Uhr ging. Bist du auch mit Dieter Thomasek und der Hitparade aufgewachsen oder konntest du mit der Musik einfach auch nicht so viel anfangen? Damals war das ja dann auch, da gab es ja dann eigentlich nur den klassischen Schlager, wobei ich erinnere mich, dass wir das auch geguckt haben. Aber bei uns gab es dann zum Beispiel noch Disco mit Ilja Richter. Und später dann auch, aber da waren wir schon älter, Formel 1 und so. Aber also, was ich zum Beispiel, wo ich mich wahnsinnig gern daran erinnere, im Showfernsehen, da war ich aber schon etwas älter, war für mich Bio. Also Bios Bahnhof, weil da auch mal so Musik lief, die etwas anders war, französisches Chanson und also da waren wir aber schon etwas älter. Das lief, glaube ich, immer donnerstags um 21 Uhr. Und also daran erinnere ich mich wahnsinnig gern. Ich wollte das dann auch später als Unterhaltungschef im ZDF wiederbeleben. Weniger mit Bio, der war ja ARD und zu dem Zeitpunkt auch schon etwas älter. Ich wollte das damals so etwas Ähnliches, also wo unterschiedliche Musik von Chanson bis Rockmusik bis hin zum anspruchsvolleren Schlager stattfinden konnte. Das wohl hätte ich gerne damals mit Götz Alsmann gemacht. Aber habe mich dann nicht durchgesetzt im Kampf um den Sendeplatz. Okay. Ja, wir haben ihn gerade schon erwähnt, Hans ja auch im Kuhlenkampf, einer der ersten Helden des Fernsehens. Wenn wir uns die Sendungen zurück in Erinnerung rufen, einer wird gewinnen, die flapsigen Sprüche gegenüber der Assistentin, den Kandidatinnen gegenüber, das wäre heute ein Shitstorm nach dem anderen, oder? Ja, klar, also das war speziell Kuli war ja schon so ein bisschen so ein Altherrenshow wie ein bisschen, aber er war halt wahnsinnig witzig und souverän und man darf an vieles, was damals so, was wir heute so unter politische Correctness ansprechen, darfst du über vieles, glaube ich, nicht mehr nachdenken. Da hat sich ja dann Gott sei Dank vieles auch verändert. Also das war schon alles teilweise ein bisschen chauvinistisch und wenn du das heute siehst, sagst du auch, uiuiuiui. Aber so war das Ja. ja generell, ne? Also die ganze Rollenverteilung Mann-Frau, nicht nur im Fernsehen, die war halt eine vollkommen andere und heute teilweise sehr schwer vorstellbar. Und da hat sich ja Gott sei Dank auch eine Menge geändert. Aber das war halt, weißt du, das war halt die Zeit. Und ich finde immer darüber dann so zu urteilen schwierig, weil das war halt so. Und von daher, also ich bin da immer, ich habe auch, wie gesagt, ich habe ja erwachsene Kinder und selbst heute noch meine Tochter, manchmal erinnert sie mich schon daran, das sagt man aber so nicht oder so. Aber ich bin, wir sind ja alle an den sich wandelnden Gegebenheiten gewachsen und das ist ja auch gut so.
Genau. Ich kann mich noch an eine Sendung von EBG erinnern. In der Regel hat Kuli ja immer überzogen. 10, 20, 30 Minuten waren normal. Und dann gab es aber einen besonderen Samstagabend, in dem er 10 Minuten oder an dem er 10 Minuten zu früh fertig war, guckt auf die Uhr und sagt, so Leute, jetzt seht mal zu, was ihr sendet. Und hat 10 Minuten früher fertig gemacht. Und ich kann mir vorstellen, das kannst du mir das vielleicht als TV-Macher auch sagen, rotiert man da und sagt, oh nein, die Tagesschau ist erst in 10 Minuten angesetzt oder die Ziehung der Lottozahlen. Was machen wir jetzt 10 Minuten lang? Also das weiß ich nicht. Wir haben ja später, ich habe ja nun insgesamt 4 davon als Unterhaltungschef und dann noch 6 oder 7 als Produzent, habe ich ja auch Wetten, dass verantworten dürfen. Ich weiß, wir haben, das muss jetzt auch schon wieder 15 Jahre her oder so. Wir haben Wetten, dass einmal, wir waren bei Wetten, dass mit Thomas, der ja auch ein Weltmeister im Überziehen war, waren wir einmal pünktlich, wirklich pünktlich, auf die Minute. Und da musste das ZDF, die Sendezentrale, mussten, glaube ich, 5 Minuten Trailer senden, okay, weil der Nachrichtenmann noch nicht fertig geschminkt war und noch nicht im Studio war. Der hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass da, wenn da 22.15 im Programm stand, dass wir tatsächlich 22.15 fertig sind, weil die sonst mit den Nachrichten nie vor 23 Uhr rankamen. Und also daran erinnere ich mich, dass da, ich hatte immer Kontakt dann nach Mainz hinter der Bühne, dass da wilde Panik war, als ich den Kollegen irgendwann sagte, übrigens so um 10, 5 nach 10, euch ist schon klar, wir sind 9:45 fertig. da war wilde Panik. Okay. Ja, in dem Fall bei Kuli war es übrigens so, man hat dann 10 Minuten in der Tat nur das Sendelogo gesendet, weil man nicht wusste, was man sonst senden sollte. Ja, genau. Nach dem Abitur ging es für dich zu Radio Luxemburg. Jetzt habe ich ja in der Vergangenheit Uli Potowski, Björn Hergenschimpf waren schon meine Gäste, die mir gesagt haben, ich habe einfach penetrant immer wieder angerufen bei Radio Luxemburg. Irgendwann war der Elstner dran und habe gesagt, ich will zum Radio. Wie bist du hingekommen? Also das war bei mir ein bisschen anders. Ich fand Radio immer toll. Ich war großer Fan vom Radio. Wir haben damals so, ich bin ja in Düsseldorf aufgewachsen, sehr viel SWR3 gehört. Das war damals unter den Öffentlich-Rechtlichen so das frischeste, jüngste Programm. Also das hat Geschichte geschrieben. Also da waren auch so Moderatoren, ich glaube Frank Laufenberg und wer da alles so war. Später Anke Engelke, aber das war dann später, mit der habe ich ja noch bei Radio Luxemburg dann zusammengearbeitet. Und ich fand Radio immer toll und ich habe irgendwann, ein Jahr oder anderthalb Jahre vor meinem Abi, meine Mutter vor allen Dingen, ich hörte Radio Luxemburg auch, aber das war dann doch teilweise nicht so meine Musik. Man darf nicht vergessen, damals wurde Radio noch gemacht, da lief wirklich T-Rex und Status Quo im selben Programm wie Roland Kaiser oder wie Roy Black. Also was mir heute gar nicht mehr vorstellbar ist, wenn du Schlager hören willst, hörst du einen Sender und wenn du Rockmusik hören willst, hörst du einen Sender. Aber das war ja auch keine Konkurrenz. Meine Eltern oder meine Mutter hat immer Radio Luxemburg gehört. Das fand ich immer sehr entspannt und sehr, das hat mir trotz der Tatsache, dass mir manche Musik nicht gefallen hat, hat mir das gut gefallen. Und ich habe irgendwann ein Jahr vom Abi einen Brief an Frank Elstner, den kannte man aus dem Fernsehen, da habe ich geschrieben, dass ich gerne nach meinem Abitur mal so, was weiß ich, Monat, 2 Monate, 3 Monate beim Radio reingucken würde und ob das nicht bei Radio Luxemburg ginge. Ich habe gesagt, ich kipp Aschenbecher aus, ich hol Semmeln oder was zu trinken für die Redakteure. Ich störe nicht und ich suche mir selbst eine Pension. Ich würde nur gern mal beim Radio zugucken. Und da habe ich ein Jahr, anderthalb Jahre nichts gehört und da hatte ich schon studiert oder angefangen zu studieren in München. Da kriegte ich plötzlich eine Einladung zu einer Sprechprobe mit Frank Elstner und Jochen Pützenbacher, damals eine Radiolegende. Und da dachte ich, da fahre ich mal hin. Und dann habe ich diese Sprechprobe gemacht, wo du dann so Probemoderation machen musstest. Und ich hatte eigentlich gar nicht, ich war wahrscheinlich der Einzige, der bei dieser Sprechprobe entspannt war, weil ich sagte, ich fahre danach wieder nach München und studiere weiter. Und bis Elstner dann sagte, passen Sie, also dann hatte er, irgendwie war es so, dass Jochen Pützenbacher, der damals Chefsprecher war, dann anfing mir das auszureden, ja, Sie studieren jetzt und das war ganz schön, was Sie da gemacht haben, aber, und habe ich mich mit dem gestritten und habe gesagt, wissen Sie eigentlich, dass ich mich nie als Moderator beworben habe? Ich finde es ja schön, ja, Sprechprobe, aber Sie reden mir gerade was aus, wo ich eigentlich nie so richtig drüber nachgedacht habe. Und dann haben wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt und dann schaltete sich Frank Elstner ein, der sagte, passen Sie mal auf, junger Mann, Sie kriegen Ihre 3 Monate,
Sie haben eine große Klappe, das brauche ich. Und wenn ich Sie nach 3 Monaten nach Hause schicke, dann will ich kein Gemecker hören. Und dann war ich eine Woche später, war ich in Luxemburg und habe tatsächlich, Botendienste, Aschenbecher ausgekippt. Damals rauchte man noch in Redaktionen. Und so, also da war ich plötzlich da und nach 3 Monaten kriegte ich das Angebot, ein Volontariat zu machen. Und Elsner sagte mir, ich würde Sie gern zum Moderator ausbilden. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das und ich kann ja hinterher immer noch studieren. Okay. Was ich dann nicht mehr gemacht habe. Und wie schnell war dieser Radiovirus da? Wie schnell warst du infiziert? Der war nach einer Woche da. Okay. Also wirklich, ich fand das einfach toll und als ich dann mein Volontariat kriegte, die hatten bei Radio Luxemburg, ich glaube, ich war einer der ersten richtigen Volontäre dort und dann durfte ich auch sehr schnell nachts moderieren und wurde sehr, vor allen Dingen von Frank, dem ich wirklich alles zu verdanken habe, muss ich wirklich sagen, auch dass dann später Hitparade kam und selbst bei dem Job als Unterhaltungschef, der dann viele Jahre später kam im ZDF, hat er im Hintergrund ein bisschen mit an irgendwelchen Strippen gezogen. Ich konnte einfach wahnsinnig viel machen. Also du musst dir vorstellen, ich erinnere mich an meine erste Radiosendung. Ich durfte mir die Musik nachts um 23 Uhr, 23 bis 1 Uhr, Hallo Nachtarbeiter, ich durfte mir die Musik selber aussuchen, die ich spielte. Also das waren Freiheiten, die du heute im Radio natürlich nicht mehr hast. Und da war viel Learning by Doing. Eigentlich jeder, mit dem ich spreche, der bei Radio Luxemburg gearbeitet hat, sagt dieser Zusammenhalt, dieses Familiengefühl, ja. Das war eigentlich immer da, man hat zusammengehalten. Da kann es auch mal passieren, dass der Frank mal nachts angerufen hat mit einer neuen Idee oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch vorgekommen ist. Und da musste man mehr oder weniger stramm stehen und musste sich das dann anhören, diese neuen Ideen. Kannst du mir ein bisschen aus dieser Zeit erzählen, wie war das Gefühl bei Radio Luxemburg? Naja, es war einfach, man muss dazu sagen, das wurde natürlich auch geprägt davon, dass wir in Luxemburg lebten und wir, die wir bei Radio Luxemburg waren, waren so ein bisschen was wie eine Enklave. Also wir haben uns auch privat getroffen. Da gab es auf der Place d'Armes, das ist so ein wunderschöner Platz mitten in Luxemburg, da gab es das Café de Paris, da wusstest du, da trafst du immer Kollegen abends. Immer. Mhm. Also gerade wenn du wie ich damals Junggeselle warst, dann warst du da abends gesessen und hast Elbling und Rivana getrunken oder ein Klensch, das war so ein Klensch, war ein Krug Bier und dann saßt du abends da und da sind wahnsinnig viele Ideen entstanden und das, wenn du da einfach so hingingst, du traffst immer Kollegen. Mhm. Also das war einfach, das war eine eingeschworene Gemeinschaft und wir hatten mit Frank und mit Jochen Pützenbacher Chefs, die uns einfach machen ließen und da war auch manches wahrscheinlich ganz furchtbar, was wir da gemacht haben, aber das war, wie gesagt, sehr entspannt und man darf nicht vergessen, weißt du, heute ist ein Sender, nimm mal, ich glaube, einer der meistgehörten Sender in Deutschland neben WDR 2 ist immer noch Antenne Bayern, nicht mehr ganz so wie früher, aber die haben 800.000, 900.000 Hörer und also die meisten Radiosender in Deutschland, selbst landesweit, sind froh, wenn sie 200.000 haben. Mhm. Damals haben pro Stunde in der Stunde, in der Morningshow, die ich ja dann später mit Hugo und Hans-Werner Olm zusammen gemacht habe, das haben teilweise 4 Millionen Leute die Stunde gehört. Mhm. Auf der Mittelwelle. Also das waren wirklich noch völlig, völlig andere Zeiten. Und du warst auch, wenn du dort sendetest, über Nacht ein Star. Also, wollte ich gerade sagen. Also das, genau, wie schnell passierte das, dass du Fanpost bekommen hast, dass du auch erkannt wurdest? An der Stimme, wenn du morgens zum Bäcker also an der Stimme, bist? An der Stimme nicht so viel. Und wie gesagt, der Bäcker, ich bin ja dann auch 3 Jahre für Radio Luxemburg in Düsseldorf, in meiner Heimatstadt gewesen. Mit Thomas zusammen habe ich ja da gesendet, 1 Jahr davon und dann 2 Jahre so ein Nachmittagsmagazin gemacht. In Luxemburg die Luxemburger an sich waren sehr stolz darauf, dass Radio Luxemburg das Land berühmt macht. Aber man darf ja nicht vergessen, es ist ein kleines Land. Mhm. Und du hattest schon gewisse Privilegien, aber das war schon noch etwas anderes, wenn du dann nach Deutschland zurückkamst und sagtest, ah, das ist der Viktor von Radio Luxemburg oder der Jochen oder wer auch immer, dann warst du schon über Nacht relativ bekannt. Aber das Schöne am Radio ist ja, dass die meisten Leute dich nicht am Gesicht erkennen. War von Anfang an klar, du durftest deinen Vornamen behalten, denn viele der Radio Luxemburg Stars hießen ja anders. Frank hieß eigentlich Tim und so weiter. Der Frank hieß Tim, weil als er kam,
Er wurde ja, glaube ich, von wie hieß er noch, auch so eine ganz große Radiolegende. Camillo Felgen geholt. Da gab es bei Radio Luxemburg schon einen Tom, wie immer der hieß in Wirklichkeit. Und da hatte man sagte man ihm, Tim und Tom ist komisch. Und der Frank hatte, glaube ich, einen Bruder, der Frank hieß. Und dann hat er gesagt, heiße ich halt Frank. Und so ist es bei Frank. Aber die meisten, die dort waren, sind tatsächlich unter ihren ganz normalen Namen. Und über meinen Namen wurde, glaube ich, gab es nie eine Diskussion, ob ich mich jetzt hätte anders nennen müssen. Okay. Also, aber das hätte ich natürlich auch gemacht. Dann kam der Tag, an dem du wahrscheinlich erfahren hast, Radio Luxemburg macht jetzt Fernsehen. War da Dr. Thoma, der kam, Viktor, kommst mal ins Büro, ich möchte da mal mit Ihnen sprechen, oder wie war dieser Tag? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ich war damals in Düsseldorf und habe ein Nachmittagsmagazin gemacht und hatte eigentlich von Luxemburg, mittlerweile gab es einen neuen Programmdirektor bei Radio Luxemburg, das war eben Dr. Helmut Thoma, den ich ein halbes, dreiviertel Jahr gar nicht kennengelernt habe. Die haben mich da einfach in Düsseldorf meine Sendung machen lassen und ich habe den ersten ein halbes, dreiviertel Jahr später kennengelernt. Ich weiß noch, dass er dann fragte, haben Sie nicht Lust, nach Luxemburg zurückzukommen? Ich möchte, dass Sie die Morning Show mit Hugo Egon Balder, Hans-Werner Olm und da waren noch so ein paar dabei, dass Sie Hauptmoderator der Morning Show werden. Und dann habe ich gesagt, ist ja nett, dass Sie sich mal bei mir melden. Ich sende hier nachmittags freue mich ja, dass ich in Ruhe senden konnte, ohne dass mir jemand reingeredet hat. Ja, nee, aber wenn es mir nicht getan hätten, dann hätte ich es Ihnen doch gesagt. Und jetzt möchte ich, dass Sie Morningshow machen. Und das ging dann einher damit, dass ich da so eine Musiksendung auch im Fernsehen gemacht habe. Da wurdest du ja einfach, das war eigentlich Radio, da setzte dich auf den Hocker, da war eine Kamera und du sagtest Videos an. Das war die Löwenjagd. Das hieß so. Die Löwenjagd. Okay. Das war so eine Hitparade im Prinzip, mit aber so einem großen internationalen Titeln. Und das machte ich wie Radio. Da gingst du hin, warst eine halbe Stunde vorher da, wurdest ein bisschen geschminkt, setzte dich eine Stunde auf den Hocker, sagtest Musik an und gingst wieder. Und ansonsten habe ich damals Morningshow moderiert im Radio. Ist das richtig? Die Legende sagt, bei der Morningshow wurde teilweise nachts um 2, um 3, um 4 wurden die Gags geschrieben von den Autoren, die dann um 6 auf On Air gegangen sind oder irgendwelche lustigen Lieder produziert. Ja. Das kann man sich heute so auch nicht mehr vorstellen. Nein, oder? Das war der Wahnsinn. Also man muss sich vorstellen, ich habe ein Nachmittagsmagazin völlig alleine das habe ich nur gemacht, weil ich viele Journalisten kannte, die mir halfen, also von Zeitungen aus dem westdeutschen Raum. Ich habe da dieses Nachmittagsmagazin völlig alleine gemacht, Musik, Redaktion, alles. Ich habe wirklich nur gearbeitet und dann kam ich plötzlich nach Luxemburg in die Morningshow und da war es so, da waren 4, 5 Leute, die nachts arbeiteten, mindestens ein Redakteur, 2 Autoren, da waren Musiker dabei, sodass die nachts wirklich, wirklich zu aktuellen Themen, ganz aktuell Dinge produzierten. Und da war, wie gesagt, und morgens hatte ich immer wechselweise einen Sidekick, da gab es 3 oder 4 verschiedene. Also Sidekick war so der Moderator, der dir Stichworte zuwirft und der sich über dich lustig macht. Und da waren auch Hans-Werner Olm und Hugo Egon Balder dabei, ja. Als du bei RTL Plus dann warst, muss relativ schnell das Angebot vom ZDF auch gekommen sein. Ja. Oder? Wie kam es dazu? Ja, das kam... Frank, der ja dann nicht mehr bei Radio Luxemburg war, die suchten jemanden für die Hitparade und irgendwann meldete sich Frank bei mir und sagte, der Unterhaltungschef des ZDF, Wolfgang Penck, möchte Sie gern kennenlernen. Und da ging es um die Hitparade und und dann lernten wir uns kennen und dann hatte Frank aber schon alles eingetütet, bevor wir uns überhaupt kennenlernten. Und dann trafen wir uns irgendwo in einem Hotel und dann war das relativ schnell erledigt. Ich habe da gar nicht lange drüber nachgedacht, abgesehen davon, dass ich Frank sowieso nie widersprochen hätte. Und dann plötzlich war ich da drin. Also das war kein langes Überlegen. Manchmal denke ich, vielleicht hätte ich besser überlegt. Aber das ist so, das ist einfach so gekommen, wie eigentlich fast alles bei mir. Irgendwann kam irgendwas auf mich zu, später, dann viele, viele Jahre später auch der Unterhaltungschef des ZDF, also das, als ich da plötzlich eingeladen wurde und damals war ich ja Programmdirektor bei Antenne Bayern,
die schönste Zeit meines Lebens und ist auch heute noch mein Herzblut, Antenne Bayern. Und plötzlich hieß es, die suchen einen Unterhaltungschef. Und das fand ich sehr skurril, dass der Hitparaden-Moderator, der ja auch in dieser Wechselzeit, in der ja die Privaten immer größer wurden, ich war ja als Hitparaden-Moderator gar nicht so wahnsinnig erfolgreich, dass die plötzlich 4 Jahre später kommen und mich fragen, ob ich Unterhaltungschef werden will. Das fand ich schon sehr skurril. Mhm. Aber ja, das, wie gesagt, da hatte auch Frank seine Finger im Spiel. Wenn ich mir so alte Interviews von dir anschaue, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ein wenig haderst du mit der Hitparadenzeit. Weil auf der einen Seite warst du ja nie der große Schlagerfan. Zum Glück wechselte dann ja das Konzept, dass auch internationale Künstler kommen konnten. Dafür wurde nicht mehr live gesungen. Aber auch im Nachhinein, glaube ich, mittlerweile siehst du es entspannter, aber es gab auch mal Zeiten, da warst du nicht so ganz grün mit dieser Tätigkeit, oder? Nein, ich war, gar nicht mit dieser Tätigkeit. Das hat mir viele Türen geöffnet, auch später, dass ich dann Unterhaltungschef wurde. Und das ist alles, aber ganz falsch liegst du nicht. Es ist so, ich kam von Radio Luxemburg, da lief, wie gesagt, jede Musik. Mhm. Auch da wurde sie schon formatierter, wie wir das sagen. Also, dass man sagt, ganz so breit darfst du nicht mehr sein, weil die Konkurrenz größer wird. Aber ich hatte nie gegen irgendeine Musik irgendwas. Das ist auch heute noch so. Also, mein Musikgeschmack ist sehr querbeet. Ich hadere weniger mit der Zeit. Ich fand das sogar ganz interessant. Ich habe dort einfach festgestellt, dass ich bilde ja auch heute Fernsehmoderatoren aus, aber dass ich zwar weiß, wie es geht, aber ich fand mich im Fernsehen nie so besonders gut. Und das ist einfach so. Also im Radio, da bin ich sehr selbstbewusst. Ich mache ja heute noch sehr wenig, also eigentlich nur einen Podcast. Aber Radio, da war ich wirklich zu der Zeit einer der Besten. Da war ich wirklich richtig gut und da habe ich mich wohlgefühlt mit dieser Leichtigkeit, die Radio hat. Und dir fällt jetzt was ein und dann machst du es und du kannst auch jetzt gleich deine Sendung ändern, wenn du spürst, hier stimmt was nicht. Und du musst dich nicht schminken und gar nichts. Und das hat mir sehr gelegen. Und dann habe ich gemerkt, Hitparade, und damals guckten das ja zwischen 10 und 14 Millionen Zuschauer. Also du warst über Nacht sehr, sehr bekannt. Mhm. Und du wurdest vor allen Dingen festgelegt. Und dann habe ich immer festgestellt, dass dieses Fernsehen mit mir als Moderator etwas macht. Und das ist halt bei jemandem wie Thomas Gottschalk und bei vielen anderen, die ich kennengelernt habe, auch bei Frank, anders. Diese ganzen Leute um mich rum, die da in deinem Gesicht rumtappern und dich schminken und dann am nächsten Morgen steht was in der Zeitung. Es hat plötzlich so eine Bedeutung. Für mich waren das 7, 8 Ansagen in 45 Minuten und das konnte ich, aber der ganze Zirkus drumherum, der hat mich verrückt gemacht. Und ich habe da selber vorm Fernseher gesessen und manchmal gedacht, Victor, das bist du nicht. Okay. Ich habe es nie geschafft, das abzustoßen und da völlig frei, wie Thomas das kann und auch einige andere, die ich kennenlernen durfte, völlig frei aufspielen zu können, weil mich dieser Wirbel verrückt gemacht hat und auch diese Prominenz, die plötzlich damit zu tun hatte, die brauchte ich nicht so sehr. Also ich mag es ganz gerne oder ich mochte es ganz gerne, wenn ich privat war, unerkannt zu sein, was du dann plötzlich nicht mehr warst. Mhm. Und also dieses Berühmtsein, das brauchte ich nicht so dringend. Wenn mich heute Leute ansprechen und sagen, sagen Sie mal, ich habe mich gerade mit Ihrer Frau unterhalten, waren Sie mal Victor Worms? dann mag ich das, weil ich denke, guck mal, so alt ist jetzt 30 Jahre her, so alt bist du, so alt siehst du doch noch nicht aus. Es gibt noch Menschen, die dich erkennen, aber dieses Berühmtsein, das war für mich nie so das Ziel. Ich kam da so ein bisschen drauf, mich erinnert das an, ich weiß nicht, ob der Thomas Aigner ein Begriff ist, Moderator, Hopp oder Top, Tele5, du hast ja auch Stadtlandfluss am selben Sender eine Zeit lang gemacht. Mit dem habe ich vor kurzem gesprochen, der hat mir auch gesagt, damals war eine Zeit abgeschlossen, er hat damit abgeschlossen und wollte eigentlich auch nicht mehr damit nicht in Verbindung gebracht werden, aber nicht ständig darauf angesprochen werden, weil er andere Dinge gemacht hat. Heute mittlerweile fühlt er sich geschmeichelt und saß vor kurzem, sagte er, in München in einem Taxi und sagte, ich muss da und dahin und der Taxifahrer sagte,
Sehr gerne, Herr Aigner. Und da ist das sogar ein bisschen rot geworden. Da sagte er, oh, nach 30 Jahren, woran haben Sie Ja. mich erkannt? Ja, an der Stimme. Geht mir genauso, geht mir genauso. Ja. Aber wie gesagt, es ist hier in München so, weil ich ja hier auch noch sehr, sehr lange Radio gemacht habe. Und wie gesagt, also bei Radio, wenn ich mich da gehört habe, habe ich immer gedacht, oh, das machen nicht viele besser. Aber beim Fernsehen saß du davor und sagst, nee, Viktor, das bist du nicht. Und damit konnte ich dann auch gut leben, habe ja dann auch die Möglichkeit gehabt, als Programmdirektor bei Antenne Bayern und später als Unterhaltungschef im ZDF. Also die Arbeit im Hintergrund macht mir sehr viel Spaß und was mir heute am meisten Spaß macht, ist das Arbeiten mit ganz jungen Leuten. Und wenn dann so junge Moderatoren zu mir kommen und was weiß ich, 5, 6 Jahre später den Radiopreis kriegen oder Fernsehpreise kriegen, dann freut mich das sehr. Und das ist auch alles dann, ist auch alles dann ganz gut so. Aber wie gesagt, ich hadere mit der Hitparade überhaupt nicht. Das hat mir auch viele Türen geöffnet. Ich habe nur gemerkt, meinen eigenen Ansprüchen folgend, fand ich mich da nicht gut genug und ich habe mich vor der Kamera nicht so wohl gefühlt. Ja. Also ich war jetzt gestern, vorgestern, das wird demnächst auch gesendet, war ich bei Pilawa als Spielkandidat zu Gast mit Uwe Hübner zusammen. Das hat Spaß gemacht. Da musst du dich vorbereiten, da kannst du dich im besten Fall blamieren, weil du irgendwas nicht weißt. Ich war auch schon jetzt am nächsten, demnächst kommt da auch eine Sendung, war ich auch bei Pflaume. Das macht Spaß, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ist, aber so als Moderator weiß ich nicht. Hast du in der Hitparade die Moderation selber geschrieben und Ja. musstest du aufgrund der Fangruppen aufpassen, dass du sie auch nicht zu kritisch schreibst, also dass du Nee. den einen oder anderen Künstler irgendwie ein bisschen kritischer angehst? Nee, die Hitparade ich habe ja eigentlich nie jemanden kritisch dort gesehen, also Okay. oder anmoderiert. Wer da drin war, der hatte sich qualifiziert und ob das jetzt Roland Kaiser oder Udo Lindenberg war, ob das Pöppel Schulz oder Mary Roos war. Also es ist auch so, ich wurde ja dann auch als derjenige, weil damals dann sehr viel dieser jungen Rockmusiker, es war damals in der Hitparade gab es so eine Diskussion, da waren so die ganzen Schlagersänger. Und die Grönemeyers, Wolf Mahns, Westernhagens dieser Welt gingen da nicht rein, weil die gesagt haben, und man hatte sich ja qualifiziert über Verkäufe. Und dann war das mal ein Schlager und dann war es mal ein Titel von Grönemeyer oder Bapp. Und die erfolgreichsten, die am meisten verkauften, waren halt drin in der Sendung. Und ich habe mich immer sehr geärgert, dass viele von denen, da gab es ja damals so eine linke Rockmusikszene, die mir musikalisch sehr nah war. Und dass da viele sagten, nee, wir treten doch nicht mit Roland Kaiser oder Niki in einer Sendung auf. Und das fand ich immer sehr ignorant. Und wir haben damals sehr dafür gekämpft. Ich habe mich damals auch in so linken Zirkeln dann mit Musikern getroffen und gesagt, Leute, ihr guckt euch die Hitparade an und sagt, da sind Schlagersänger. Gott sei Dank sind wir da nicht hingegangen. Wenn ihr hingegangen wärt, dann wären die Hälfte der Plätze von euch besetzt worden. Und bitteschön, Roland Kaiser ist doch ein toller Künstler. Man muss ja seine Titel nicht mögen. Aber das ist doch ein toller Künstler und der macht euch doch euer Lied, Herbert, wenn du anschließend Männer singst, das macht er dir doch nicht kaputt. Sondern im Gegenteil, du kommst an ein anderes Publikum mit deiner Musik mal ran. Aber das war damals ja auch politisch sehr getrieben. Und das ist mir dann bei einigen gelungen, die dann sagten, wie auch Udo, die dann sagten, ja, eigentlich wahr, da gehen wir hin. Und Ulla Meinecke und so. Aber bei vielen ist mir das auch nicht gelungen. Und dann kam hinterher so ein bisschen, ich hätte was gegen Schlager, das ist völliger Unsinn. Ich bin seit 30 Jahren mit Roland Kaiser befreundet, also ich habe überhaupt keine Musik, irgendetwas. Jeder soll hören, was er gerne möchte. Und in der Regel war es das so. Ist man in der Hitparade aufgetreten, am nächsten Tag ging die Plattenverkäufe in der Regel durch die Decke. Ja, klar, Ja. ja, das war schon so. Ja. Ja, bei so vielen Zuschauern, ich meine, wie gesagt, heute ist jede Fernsehshow glücklich, wenn sie 3, 4 Millionen Zuschauer hat. Ich weiß noch, bei uns da kamen ja die Privaten, die immer erfolgreicher wurden, war man in Panik, als wir unter 10 Millionen rutschten. Und ich selber musste ja später als Unterhaltungschef die Sendung sogar absetzen. Es war ja dann durchaus so, dass Ende der 80er Jahre die Quoten auch rückläufig waren. Ist es dem geschuldet, weil zu viel international à la Dieter Bohlen, Modern Talking etc. Blues System Wenn aufgetreten sind das war oder weil nicht das. mehr live gesungen wurde auch Nee, am das war Ende? damals, das Live-Singen war, glaube ich, gar nicht das Thema. Das war damals nur einfach so. Es gab ja die Top 50, das waren so die Charts, da war so alles drin. Und wir haben damals, dass da plötzlich auch Englisch gesungen wurde, wenn die Produzenten oder die Texter und Komponisten Deutsche waren.
Das mussten wir deshalb einführen, weil in den Top 50 manchmal nur zwei deutsche Schlager waren und wir brauchten sieben oder acht. Und stattdessen waren viele deutschsprachige Künstler, man darf ja nicht vergessen, Dieter Bohlen hat ja, bevor er Modern Talking gemacht hat, auch Schlager geschrieben. Und wir konnten die Sendung nicht mehr füllen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kommen die Frank Farians dieser Welt, auch wenn sie als Texter und Komponisten mit ihrer Musik, dann kommen sie auch bei uns in die Sendung. Und das war so eigentlich unausweichlich. Aber es war dann tatsächlich so, dass der Kernzuschauer der Hitparade das nicht so gutiert hat. Mhm. Und man hat ja dann auch, als ich dann aufgehört habe, das hatte aber gar nichts damit zu tun, dass ich musste oder so, sondern es hatte damit zu tun, dass ich das Angebot kriegte, bei Antenne Bayern, wo ich ja schon moderierte und Unterhaltungschef war, Programmdirektor und Geschäftsführer zu werden. Und das beides wäre nicht gegangen. Und da war mir Antenne Bayern und Radio einfach zu nah und ich habe mich dann für diesen Weg entschieden, weil das für mich auch eine Chance war. Ich wollte moderieren, wie gesagt, das mache ich heute noch ganz gerne, aber ich wollte nicht als Moderator alt werden. Mich hat das sehr gereizt, als Programmdirektor oder später als Unterhaltungschef im ZDF ein Programm mitbestimmen zu dürfen und Dinge mitentwickeln zu dürfen. So wie es mir heute einen Heidenspaß macht, junge Moderatoren auszubilden. Ich mache das ja auch für die Industrie, dass ich Leute mit Leuten Kameratraining mache. Aber junge Radiomoderatoren und auch Fernsehmoderatoren auszubilden, das ist schon etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich auch auf die Art und Weise mit jungen Leuten zusammenkomme. Was ich auch sonst tue, also da ich drei Kinder habe, die zwar auch erwachsen sind, aber jung. Aber das ist so, also von daher beschwere ich mich über diesen Weg, so wie er war, überhaupt nicht. Und ich bin auch mit meiner Hitparadenzeit völlig im Reinen. Also alles gut. Es gab ja diese wunderbaren Sommerhitparaden eine Zeit lang. Mhm. Die kamen zum Beispiel vom Timmendorfer Strand. Ihr wart auch auf Mallorca. Hast du da besondere Erinnerungen, dass es eventuell auch nicht ganz so einfach war, diese Sendung von dort stattfinden zu lassen? Nö, eigentlich nicht. Das hat Spaß gemacht. Das fand ich prima. Das hat Spaß gemacht. Ich erinnere mich an eine Sendung auf Mallorca. Da sollte ich zur Eröffnung wurde mir der Vorschlag gemacht, ich soll mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen und an dem Strand, an dem das übertragen wurde, sollte ich landen. Mhm. Also mit jemandem, der das kann, also als Tandemsprung. Und da habe ich gesagt, mache ich. Und plötzlich merkte ich so zwei Tage vorher, bist du eigentlich völlig verrückt, du springst aus dem Flugzeug, bist du wahnsinnig? Und kriegte Schiss wie Sau. Wirklich Schiss. Und irgendwann, drei Stunden vor der Sendung, hieß es, nein, du musst mit dem Motorboot an den Strand fahren. Weil die Wolken sind zu tief. Es ist zu gefährlich. Das war, glaube ich, mein glücklichster Fernsehmoment überhaupt, dass ich nicht aus diesem Flugzeug springen musste. Mhm. Mit dem Wechsel zu Uwe Hübner hat man auch das Konzept der Hitparade ja wieder geändert. Es wurde wieder ausschließlich deutsch gesungen. Es gab wieder mehr deutsche Schlager in den Charts. Okay, und es wurde wieder live gesungen, zumindest nach ein paar Monaten. Ich glaube, die ersten Monate noch nicht. Aber dann ist man mit dieser Konzeptänderung zu deiner Zeit schon auf dich zugekommen? Oder war da schon klar, du bist dann und dann raus und du hast von Konzeptänderung nichts gewusst? Ich hatte mit Konzeptänderungen damals sowieso noch nicht so viel zu tun, aber hing einfach damit zusammen, dass viele Interpreten, die so nachkamen, nicht mehr ganz so doll live singen konnten wie andere. Und dann kam auch hinzu, dass einige dieser international produzierten Titel, dass die tatsächlich zu kompliziert waren und zu viel Proben verlangt hätten, wenn die Menschen hätten live singen sollen. Es gab unterschiedliche Gründe. Es gab ja damals sowieso dann nur noch Fernsehsendungen, wo Vollplayback benutzt wurde. Wir haben es gerade schon erwähnt, dann ging es auch zu Tele5, Stadtland Plus, eine werktägliche Gameshow, die neben Ruckzuck, Hop oder Top, das war lustig, an den Start ging. Hatte, glaube ich, Frank Elstner auch seine Finger mit dem Spiel, oder? Ja, der rief mich irgendwann an und sagte, passen Sie mal auf, ich habe eine Idee, die will ich mit Tele5 machen. Haben Sie Lust, den Piloten für mich zu machen? Würden Sie dann einen Tag nach Luxemburg kommen und den einfach mal moderieren? Ich will denen das vorstellen. Und da ging es überhaupt nicht darum, dass ich das moderieren soll. Und dann habe ich gesagt, Frank, für dich tue ich alles. Und dann habe ich diesen Piloten moderiert. Also das war so eine Testsendung. Und
Ja, und anschließend sagten die bei Tele 5, wir würden das gern machen, wir wollen das dann mit dem Worms machen. Und dann habe ich das anderthalb Jahre gemacht. Und mit einem irren Spaß. Vor allen Dingen, es ging neben meiner Radiotätigkeit, weil wir haben damals 3 Sendungen am Tag aufgezeichnet oder 4. Mhm. Und da hast du in einer Woche für einen ganzen Monat produziert. Ist das eine Sendung, an die du dich auch im Nachhinein sehr gerne zurückerinnerst? Kannst du dich an besonders skurrile Situationen erinnern? Nee, gar nicht, aber es hat einfach Spaß gemacht. Und es hatte auch natürlich, ich habe ja eben gesagt, so Fernsehen, dieser Wirbel drumherum und dieses 3 Tage Proben für ein paar Ansagen, das war mir alles zu viel. Und bei der Sendung, die war eigentlich, du hast die Sendungen gemacht wie Radio, ne? Du hast wirklich 3x45 Minuten oder 4x5 Minuten am Tag gemacht. Mhm. Und das war auch hemdsärmeliger und wie gesagt, das entsprach mir schon viel mehr. Das war eigentlich wie Radio, wie wir das gemacht haben. Und ich stand ja auch nur an einem Platz und habe da die Fragen gestellt. Also das war auch von dem, was von dir verlangt wurde, nichts für einen Hirnchirurgen, aber es hat Spaß gemacht. Mhm. Anfang der 90er veränderte sich auch das Privatfernsehen. RTL war auf einmal die Nummer 1. Auf einmal kam das Duo Dressler Gottschalk zu RTL. Wetten, das übernahm Wolfgang Lippert. Hast du damals verstanden, was ist das, dieses Privatfernsehen, was auf einmal ganz oben mitspielt, wo es auf einmal um viele Millionen geht und wo auf einmal die ganzen öffentlich-rechtlichen Stars wechseln zum Privatfernsehen? Fritz Egner ging rüber und Harald Schmidt. Klar. Das hatte natürlich, erstmal hatte das finanzielle Gründe. Das Privatfernsehen hat dann diese Leute natürlich auch mit Geld dort weggelockt. Ist ja auch menschlich, also ist ja auch nachvollziehbar und nichts Schlimmes. Und sie haben ja dann auch gerade auch RTL hat ja dann wirklich eine neue Art von Fernsehunterhaltung etabliert. Das ist einfach, es ist in Deutschland was passiert, was es ja auf der ganzen Welt schon gab. Konkurrenz zwischen staatlichen Sendern und Privatsendern und es war ja auch klar, davon werden es einige schaffen, einige nicht. Und das Fernsehen hat sich natürlich auch dadurch und auch in der Folge durch das größere Angebot wahnsinnig, wahnsinnig entwickelt. Deshalb auch sehr so erstaunlich, dass Thomas jetzt, also Gottschalk mit Wetten, dass plötzlich aus dem Nichts heraus 14 Millionen Zuschauer wieder hat. Heute ist jede andere Fernsehshow froh, wenn sie 3 oder 4 hat. Ne? Mhm. Also und plötzlich kommt da Wetten, dass wieder aus der Kiste und es, wobei das ja Gründe hat, die allein mit der Sendung und gar nichts zu tun hatte. Aber das war ja eine andere Zeit. Und wenn man jetzt zum Beispiel Wetten, dass, wenn man, Gott bewahre, sich entscheiden würde, Wetten, dass wieder 6-mal im Jahr zu machen, dann wäre man ganz schnell auch wieder bei 5-6 Millionen. Definitiv. Das ist ja klar. Mhm. Ne? Also das war jetzt dieser Event, der so erfolgreich war, glaube ich, hatte auch mit Corona zu tun. Was hat dich Ende der 90er dann besonders gereizt, zum ZDF zu gehen und so ein bisschen... Als Unterhaltungschef. Genau, als Unterhaltungschef. Das hatte ehrlich gesagt, wie gesagt, dann auch Frank die Finger im Spiel gehabt. Ich fand das so skurril, dass der ehemalige Hitparaden-Moderator plötzlich 3-4 Jahre später gefragt wird, ob er nicht Unterhaltungschef werden will. Das fand ich einfach skurril und dann hatte ich mit dem damaligen Programmdirektor Markus Schächter und dem Intendanten Professor Stolte und ich bin eigentlich hin und habe gesagt, das mache ich nicht. Ich bin bei Antenne Bayern und da fühle ich mich wohl und hier habe ich alle meine Freunde um mich herum und hier darf ich ein komplettes Programm bestimmen und ich bin eigentlich nur da nach Mainz und habe die Kollegen getroffen und fand dann das, was sie so als Zukunftsperspektive hatten und natürlich auch vor diesem großen ZDF mit einem Höllenrespekt, das fand ich, plötzlich hat mich das gereizt. Mhm. Du hast gesagt, ein ganzes Programm zu bestimmen. Bist du relativ schnell aber auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, ja, dass gewisse Dinge ja gar nicht so einfach umzusetzen sind, wie du sie dir vielleicht vorgestellt hast? Ja, also es ging auch darum, dass man sagte, wir wollen die Unterhaltung wieder etwas neu aufstellen und ich habe dann gesagt, ich glaube, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, Unterhaltung am Samstag, super, alles gut und die Michael-Schanze-Show und Wetten, dass und alles prima, aber ich glaube, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen gut beraten wäre, wenn es
eine andere Art von breiten Unterhaltung machen würde. Quiz ist okay. Ne? Also Wer wird Millionär, da habe ich mich damals auch als Unterhaltungschef drum bemüht um dieses Format. Okay. Hab's dann nicht bekommen, weil RTL A, mehr gezahlt hat an die Produzenten und B, gleich Günther Jauch im Paket angeboten hatte. Und wir haben es dann leider nicht bekommen. Ich wollte es unbedingt machen, weil das war für mich auch ein Quiz, das im Öffentlich-Rechtlichen hätte laufen dürfen. Und ich habe gesagt, ich möchte mehr so in die Unterhaltung gehen. Weißt du, früher, wenn du dich erinnerst, Biolek. Mhm. Das war für mich so, wo ich gesagt habe, Leute, ehe wir hier noch eine Musikshow und noch mehr Volksmusik und noch mehr Schlager machen, für mich war immer so eine Sendung wie Bios Bahnhof, war für mich immer so ein Leuchtturm. Und lasst uns doch in diese Ecke gehen. Das ist öffentlich-rechtliche Fernsehunterhaltung. In Frankreich zum Beispiel hat man das damals gemacht. Aber am Ende des Tages war es dann doch so, dass man die großen Quotenbringer, und das verstehe ich auch, wenn ich öffentlich-rechtliches Fernsehen heute sehe, teilweise nicht. Ich verstehe nicht, dass man so Quiz macht wie jetzt, wo ich jetzt zu Gast war bei Kai. Wer weiß denn sowas, oder bei Pilawa, dass man sowas macht, ist prima am Vorabend, dass man auch hin und wieder ein Krimi macht, aber dass man sich nicht auf die öffentlich-rechtlichen Stärken beruft. Mhm. Das heißt, eine andere Art von Unterhaltung. Ich denke an sowas, was Bio früher gemacht hat. Mhm. Gute Filme, gute Fernsehspiele, gute Informationen. Und eben nicht das 100. Soko Kitzbühel und das 100. Vorabendquiz. Ich weiß nicht, ob es dazu wirklich öffentlich-rechtliches Fernsehen braucht. Mhm. Und ich glaube auch, da findet ein Umdenken statt. Man ist zu sehr den Privaten hinterhergelaufen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich stelle fest, dort findet ein Umdenken. Ich habe mich neulich mit einem ARD-Programmdirektor darüber unterhalten und der nickte auch nur. Und ich glaube, da findet ein Umdenken statt. Mhm. Wobei ja, denke ich mal, zwischen 18 und 20 Uhr, wo ja auch Werbung gefahren wird bei den Öffentlich-Rechtlichen, das ein Stück weit vielleicht anders nachvollziehbar ist als in der wirklichen Primetime, wo man auch das Gefühl hat, man wird tagtäglich eigentlich immer mit denselben Formaten unterhalten. Also da. Und da kommt ja, also erstmal das sowieso, ich habe auch nichts dagegen, dass da mal ein Soko läuft, aber jeden Abend. Und jeden Abend das gleiche Quiz, mir ist schon klar, warum das so ist. Und das macht auch programmstrategisch durchaus Sinn. Aber ich weiß nicht, ob sich damit die Öffentlich-Rechtlichen so einen großen Gefallen tun. Aber wie gesagt, das ist, wenn du da drin sitzt und am Ende dann doch die Quote eine Rolle spielt, was ja auch klar ist, ich meine, für auch die Gebühren müssen sich ja rechtfertigen, dann ist das, glaube ich, eine ganz, 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 ganz schwierige Situation. Und ich finde es gut, dass jetzt auch das ZDF so Sachen macht wie Böhmermann, Heute Show ja jetzt schon eine ganz, ganz lange Zeit. Und da sieht man so ein bisschen, dass ein Umdenken stattfindet. Und wie gesagt, ich finde auch diese Quizgeschichten, die ARD dort macht, das ist alles okay. Aber ich finde, ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen würden sich einen Gefallen tun, wenn sie sich sowohl im Radio wie im Fernsehen noch ein bisschen mehr wieder auf ihre eigentliche Aufgabe und dazu gehört auch Unterhaltung, das muss man sagen, aber wenn sie sich darauf stärker noch konzentrieren würden, und im Augenblick, gerade in der großen Fernsehunterhaltung, ist ja so, dass die Privaten den Öffentlich-Rechtlichen ganz schön was vormachen. Wenn ich jetzt Joko und Klaas sehe, oder ich habe neulich mal Masked Singer gesehen, glänzend gemacht, oder das alles, was der Kollege Raab gemacht hat. Mhm. Ne? Das ist prima, das ist große, große, tolle Unterhaltung. Also ich gehöre auch in keinem Fall zu denen, die sagen, früher war das Fernsehen und die Unterhaltung war früher viel besser. Also, weißt du, ich habe so, wenn mir jemand sagt, wenn ich so von Wer wird Millionär über Masked Singer oder The Voice oder wie hieß diese Sendung, Sing Dein Song. Mhm. Das ist klasse Unterhaltung, das könnten Öffentlich-Rechtliche machen. Und wenn dann jemand sagt, dass das Privatradio verflacht und die Unterhaltung verflacht, dann ist es ungerecht. Ich erzähle dann immer die Geschichte, dass ich zu meiner Hitparadenzeit als mitspielender Gast war bei Hans Rosenthal und Bauklötze im Fernsehen aufeinander gestapelt habe vor 8 Millionen Fernsehzuschauern, und neben mir sprang
Gott hab ihn selig, ans Rosenthal in die Luft und rief, das war spitze. Also wer sagt, dass früher die Unterhaltung so viel anspruchsvoller war, der sollte sich dann doch einiges nochmal angucken. Und da sind wir in der Gegenwart und sind gerade 2021 bei etwas, was man Rückkehr zur Nostalgie nennt, glaube ich. Mhm. Und da sagst du Daddy Daddy, Kai Pflaume hat es viele Jahre später ebenfalls nochmal auf die Mattscheibe gebracht. Jetzt Johannes B. Kerner am ersten Weihnachtstag mit einer neuen Ausgabe Daddy Daddy im ZDF. Nostalgie, ja, ich muss noch kurz die Frage stellen nach der Nachwuchsförderung. Und da fällt mir gerade im Öffentlich-Rechtlichen auf, hätten wir Herrn Pflaume und Herrn Pilawa nicht, sähe es in der Unterhaltung doch sehr viel düsterer aus. Naja, du musst mal sehen, aber Nachwuchs, ich meine, Kai Pflaume und Pilawa, beides klasse Moderatoren, das ist auch nicht wirklich Nachwuchs. Nee, ich meine ja, genau, hätten wir die nicht, die schon seit Jahrzehnten dort sind, wo sind die neuen Gesichter, wo sind denn Joko und Klaas des Öffentlich-Rechtlichen? Ich habe das Gefühl, in den letzten 10 Jahren ist da so gut wie gar nichts passiert. Wo sind die neuen Gesichter? Die sind, also erstmal muss man sagen, junge Leute, die heute Medien machen wollen, die Unterhaltung machen wollen, die haben natürlich noch eine ganz andere Möglichkeit. Die sind ihre eigenen Sender. YouTube, Facebook und was es alles gibt. Ne? Also die machen ihre eigenen Podcasts, dazu brauchst du keinen großen Aufwand. Das heißt, die werden vielleicht eher, ehe sie sagen, ich gehe mal zum Radio und lande vielleicht irgendwann beim Fernsehen, werden die Influencer. Ne? Also das ist ja eine ganz andere Möglichkeit. Auf der anderen Seite wäre das für Sender eine große Chance, wenn ich da mal so durchklicke oder meine Kinder mich auf irgendwas aufmerksam machen, was da im Netz läuft, dann sehe ich tolle Talente, dann sehe ich Leute, junge Menschen, die tolle Sachen machen, ne? Und die Charme haben und die über den Bildschirm kommen, die vielleicht Ausbildung brauchen. Und das ist ja das, was ich zum Beispiel tue. Oder auch beim Radio. Ne? Einfach, es gibt so viel tolle Talente und mit diesen Menschen müsste man arbeiten und diese Menschen müsste man ausbilden. Also das ist in öffentlich-rechtlichen Sendern keine, es gibt für jeden Scheiß dort eine Abteilung. Aber dass es keine Abteilung gibt, die sagt, wir sind die Redaktion Nachwuchs und wir kümmern uns um Nachwuchs. Wir bieten die jungen Leute, die dort landen, die kommen da per Zufall hin. Also so wie zum Beispiel jetzt Maiteen Nguyen Kim, ne, die jetzt im ZDF in der Wissenschaft, in der Wissenschaftsredaktion großartige Dinge tut, die man tatsächlich im Netz gefunden hat. Ne? Also die nicht beim Fernsehen in dem Sinne angefangen hat. Aber man müsste auch in der Unterhaltung viel mehr suchen. Und wie gesagt, es gibt für jeden Scheiß dort eine Redaktion. Aber es gibt keine organisierte, echte Nachwuchsförderung. Und gerade die ARD, die auch noch die dritten Programme hat, wo man ja junge Formate und junge Dinge ausprobieren könnte, darf man ja nicht vergessen. Das hat man ja früher gemacht. Nimm die Biolecks dieser Welt. Ja, der Bioleck ist am Vorabend im dritten Programm, der war eigentlich Redakteur, der war ja ganz früh auch mal beim ZDF. Der ist dort mit einer Fernsehsendung aufgefallen. Dann hat man gesagt, vielleicht könnte der auch abends was machen. Dann hat er eine Talkshow abends gemacht. Dann kam die ARD und hat gesagt, wir machen mit ihm. Und dann kam irgendwann Bios Bahnhof und der Rest ist Geschichte. Aber ich finde es bedauerlich, dass riesige Unternehmen, die zum Teil viel zu groß sind, öffentlich-rechtliche Unternehmen, es gibt keine Abteilung, wo nur 5 Leute sitzen, die sich mit jungen Leuten beschäftigen. Die sie suchen, die sie im Zweifelsfall finden, die im Zweifelsfall Formate entwickeln, mit denen man die im dritten Programm ja testen könnte. Vorteil von der ARD gegenüber dem ZDF. Und die diese Menschen wirklich ausbilden. Und das ist ein Ausbildungsberuf. Wenn jemand irgendwann Chirurg wird, dann hat der 10 Jahre als Arzt gelernt, 10, 15 Jahre als Arzt gelernt, ist verschiedene Stufen durchlaufen, hat studiert. Bei uns habe ich manchmal das Gefühl, man glaubt, naja, Unterhaltung, und das ist das Schwierigste überhaupt. Unterhaltung, wenn du gut aussiehst und ein bisschen frisch bist und eine große Klappe hast und nicht ganz auf der Brennsuppe dahergeschwommen bist, dann kann das jeder. Und das kann eben nicht jeder. Mhm. Und das ist auch, ich bin ja seit vielen Jahren eine Jury zum Radiopreis. Und ich stelle da auch immer wieder fest, dass im Vergleich zu großen Dokumentationen, jetzt in dem Fall im Radio oder zu tollen Interviews, alles großartig.
aber dass man die einfache Unterhaltung dort nicht ausreichend genug würdigt. Hm. Und Menschen, ich finde, die einfach Spaß machen. Hm. Und wie du es gesagt hast, die dritten Programme waren mal eine Spielwiese. Auch ein Harald Schmidt, der im BDR mal klein angefangen hat, dann erst in die ARD gekommen ist. Feuerstein. Viele, viele Beispiele gibt es da. Und das hat man in der Tat sehr vernachlässigt. Und vor ein paar Jahren hat er. Und im Radio auch. Leider. Im Radio auch, ja. Und Frank Elstner hatte ja mal vor ein paar Jahren die Ambition mit der Frank Elstner Moderatorenschule. Mhm. Vielleicht hätte man sowas auch innerhalb der ARD einfach mal sowas kreieren, auf die Beine stellen können, dass es es müsste dort eine Redaktion geben, die über die Grenzen hinweg in digitalen Radio und Fernsehen sich um junge Leute kümmert und vor allem dafür sorgt, dass diese jungen Leute ausgebildet werden. Weil das hat ja immer nicht nur damit zu tun, dass du frech bist und dass du eine große Schnauze hast, sondern das hat ja auch ein bisschen was mit Handwerk zu tun. Jetzt kommen wir nochmal ganz schnell zur Nostalgie im Jahr 2021. Wetten, das, geh aufs Ganze, TV total und alles scheint erfolgreich zu sein. Sehnen sich die Menschen nach dem Programm von früher, nach den Wohlfühloasen, nach ich den... Vielleicht. Kann sein. Also ich habe jetzt Geh aufs Ganze noch nicht gesehen. Reizt mich auch nicht so. Also, ist aber gar kein Werturteil, sondern einfach eine Geschmacksfrage. Mhm. Aber ich glaube, man sollte das nicht überschätzen. Ich habe auch neulich gesagt zu dem Erfolg von Wetten, dass. Ich glaube, das ist möglich, Wetten, dass 5-6 Mal im Jahr zu machen und am Ende werden es 5-6 Millionen Zuschauer sein und Ende aus erledigt. Jetzt unabhängig davon, mit Thomas oder ohne Thomas. Ich glaube, dass Wetten, dass einfach ohne Thomas gar nicht denkbar ist und ich weiß nicht, wer sich einen Gefallen tut, das regelmäßig wieder zu machen. Ich glaube, wenn man das einmal im Jahr macht, so wie Weihnachten, so oder wir machen jetzt wieder die José Carrera Skala, die ich einmal im Jahr verantworten darf, die ja auch noch davon abgesehen mit einem guten Charity-Zweck hat, dann ist das prima. Und der Erfolg jetzt mit den 14 Millionen, der hat natürlich genau mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, der hat mit der Zeit zu tun. Ich sag mal so, wären wir nicht jetzt seit 2 Jahren in der Pandemie, dann hätte Wetten, dass auch 10 Millionen, 11 Millionen Zuschauer geholt. Einfach aus Nostalgie. Mal wieder Wetten, das gucken und den alten Gottschalk. Und der kann es ja auch noch, was er deutlich gezeigt hat. Aber ich glaube, und ich habe es an meinen Kindern, die alle erwachsen sind, gesehen, davon von meinen 3 Kindern mit ihren Partnern haben es auch 2 geguckt. Und die haben auch eine besondere Beziehung, weil die damals ja manchmal dabei waren, wenn zur Sendung kamen, wenn als ich da noch verantwortlich war. Aber ich glaube, dass die Pandemie eine wichtige Rolle gespielt hat. Man konnte wenig unternehmen, man geht wenig in Konzerte, man hat wenig Ereignisse, Unterhaltungsereignisse, die man zurzeit nutzen kann jenseits des Fernsehens. Und Wetten, das war noch so etwas aus der heilen Welt. Lass uns noch mal Wetten, das gucken. Und meine Kinder, die sonst Fernsehunterhaltung fast überhaupt nicht gucken, sagten mir dann ein paar Tage später, wir haben es auch gesehen. Ach, wir fanden es einfach schön, wir haben eine Flasche Wein aufgemacht, also mit ihren Partnern, und haben einfach Wetten, das geguckt und an alte Zeiten gedacht. Und das ist so in dieser Zeit jetzt, das passiert uns doch allen. Wir sehen uns wieder nach Normalität. Wir sehen uns wieder nach der heilen Welt, die mal war. Und da platzt Wetten, das rein. Mit Gottschalk. Und dann war die Sendung ja auch wirklich so, als wäre sie nie weg gewesen. Ich fand es sehr schlau. Habe das auch den Kollegen von ZDF vorher gesagt. Ich sagte, Leute, macht keine Rückblicksendung. Das ist scheiße. Macht so eine Sendung, als wäre sie nie weg gewesen. Einfach Wetten, das. Und ich glaube, das hat ganz maßgeblich mit diesem Erfolg zu tun. Und ich glaube, wenn man sagen würde, wir machen das jetzt einmal im Jahr oder wir machen das einmal Sommerwetten, das und einmal Weihnachten, 2-mal im Jahr. Ich glaube, dass das Erfolg haben kann, aber bloß nicht öfter. Weil dann wird es ganz schnell, wird man doch merken, dass der Zahn der Zeit nicht nur an uns, sondern auch an unseren Programmen nagt. Aber so ging es mir auch. Es war bei uns genauso. Es war Samstagabend, die Chips waren da, besaßen auf der Couch. Thomas kam raus, es war wie immer. Und ja. Man hat sich sogar gewünscht, dass Thomas wieder überzieht, damit es ein bisschen länger dauert. Und lass dir die Zeit. Und alleine schon der Satz, egal wie lang, ich mache so lange, bis ich fertig bin heute Abend. Es war einfach wirklich wieder wie früher. Und dass natürlich am Ende Frank Elstner noch aufgetreten ist. Ich muss gestehen, ein kleines Tränchen war da durchaus. Also ich wurde auch von einem Kollegen, von einem Journalisten gefragt,
wie ich es denn fand und habe dann so nach dem Begriff gesucht und mir fielen so die zwei Begriffe ein, bewegend und sehr rührend. Mhm. Aber wie gesagt, das hat mit dem einmaligen Erlebnis zu tun, glaube ich. Mhm. Tut Thomas sich einen Gefallen, jetzt auch wieder beim Supertalent dabei zu sein? Und ich habe so ein bisschen bei Thomas das Gefühl, darf ich sagen, er kriegt nicht genug? Also ja, ich kann das verstehen. Ich kann das gut verstehen. Ich weiß auch nicht, ob er Supertalent machen müsste. Vor allem hat das doch immer wieder zerrissen, auch in der Vergangenheit. Hätte ich das ja, doch nie gemacht, auch, das war ein Fehler. Ja, aber ich finde es auch furchtbar. Aber was stört mich, mein Geschwätz von gestern? Ja. Weißt du, ich sage mir dann so, Wetten, das zweimal im Jahr, ja. Mhm. Und auch, ich hatte ja auch die Sendung 50 Jahre ZDF-Hitparade, glaube ich, da war ich auch zu Gast gemacht. Auch okay. Ob er unbedingt jetzt diese Formate und überall auftauchen müsste, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite, schau mal, der Mann ist an die 70. Und die Leute haben Spaß, ihn zu sehen. Die Zuschauer freuen sich, ihn zu sehen. Die Fernsehverantwortlichen wollen ihn haben. Und die Alternative ist, zu Hause rumzusitzen und zu sagen, ich war mal Thomas Gottschalk. Also, wenn die ihn haben wollen und wenn die Quoten dann auch noch okay sind, sonst würden die es ja nicht machen, also die diese Programme verantworten, warum soll er es dann nicht machen? Wie gesagt, eher zu Hause rumsitzt und die Wände anguckt. Und er wird es nicht für Gottes Lohn tun. Mhm. Also von daher, ist doch okay, der ist halt ein Zirkuspferd und ein Zirkuspferd will in die Manege. Ja, ich finde verwunderlich positiv, dass er es aber auch sozusagen nicht schafft, egal in welches Format er geht, dass er seinen Legendenstatus beschädigt. Trotzdem hatte Wetten, das 14 Millionen Zuschauer. Das weiß ich nicht, aber es kann ihm ja auch wurscht sein. Mhm. Also ich kenne ja Thomas, ich glaube nicht, dass ihn das, ob irgendwelche Leute jetzt irgendwie denken, ah, jetzt übertreibt der Gottschalk aber, jetzt sollte er aber aufhören. Und jetzt beschädigt er seinen Unterhaltungsheiligenschein. Ich glaube, das ist ihm egal. Und ehrlich gesagt, guck mal, er hat auch recht. Und der Mann hat Spaß, der Mann wird dafür gut bezahlt. Es gibt immer noch genügend Menschen, die da genügend Spaß dran haben. Und dann ist doch alles in Ordnung. Wir sollten uns auch alle, die wir Medien machen, wir sollten das, was wir tun und unser Publikum sehr ernst nehmen. Aber wir sollten nicht alles, was wir machen, so ernst nehmen. Mhm. Und der Thomas hat immer, das kann ich sagen, weil ich wirklich aus Radiozeiten kenne, ganz am Anfang meiner Karriere haben wir auch 2 Jahre zusammen Radio gemacht, der Thomas hat immer sein Publikum sehr ernst genommen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man nicht zynisch wird. Kannst du dir vorstellen, wie es dem ZDF am Tag nach der Wetten, das, als die Quoten auf den Tisch lagen, wie es den Verantwortlichen gegangen ist? Hat man sofort überlegt, wann schießen wir die nächste Wetten, das nach? Oder hat man durchaus gesagt, na, wir dürfen es auch nicht übertreiben? Oder kann man bei 14 Millionen eigentlich gar nicht anders? Weiß ich nicht. Man hat sicherlich das gleiche überlegt. Und wenn man es nicht gleich überlegt hat, haben ja spätestens am nächsten Tag die ganze Journalie das Thema ventiliert. Mhm. Also jetzt wieder ganz viel Wetten, das und so. Aber ich bin überzeugt, dass die Verantwortlichen dort sich das sehr verantwortlich und sehr gut überlegen werden. Ich wäre so für 1-2 Mal im Jahr. Ich fände das gut, richtig gut. Weißt du, du kannst auch sagen, wir haben dann nur 5 bis 6, das ist auch viel. Und wir machen es 6 Mal im Jahr und Thomas Gottschalk ist von der Straße und da Fernsehen machen und allen ist gedient. Aber ich kann viele dieser Dinge, so ernst wie sie genommen werden, kann ich sie nicht ernst nehmen. Okay. Meine letzte Frage. Was wünschst du dir vom deutschen Fernsehen? Ich wünsche mir, also erstmal, was ist das deutsche Fernsehen? Das deutsche Fernsehen ist ja auch Netflix. Das deutsche Fernsehen ist ja auch Amazon Prime und alles, was da so läuft, wo es großartige Dokumentationen gibt. Ich wünsche mir, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch stärker wieder auf Qualität setzt, auch in der Unterhaltung. Also auch leichte Unterhaltung ist Qualität, wenn sie gut gemacht ist. Ne? Bei uns ist immer so, Qualität ist Journalismus. Oh, alles, was, Vorsicht, Anspruch, Kultur. Mhm. Nein, wir müssen endlich, was ich eben sagte, begreifen, dass eine gut gemachte Fernsehshow sehr anspruchsvoll ist zu machen. Das ist schwierig. Das, was Joko und Klaas oder Raab getrieben haben, das ist anspruchsvoll, das ist harte Arbeit.
Und, aber es ist auch, kommt auch gute Unterhaltung dabei raus. Und ich glaube, dass in der Unterhaltung, wenn ich den Öffentlich-Rechtlichen den Rat geben darf, dass man wieder stärker sich darauf besinnt, auf Qualität, auch in der Unterhaltung. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich spüre. Ich bilde ja sehr viel Radiomoderatoren aus. Ich merke plötzlich, nachdem eine Zeit lang Radiomoderation nur noch so war, Titel ansagen, Uhrzeit sagen, Sender sauber nennen und das war's. Und dann läuft zum 100. Mal Nico Santos, nichts gegen Nico Santos, und Ava Max, dass das vorbei ist. Ich merke plötzlich, dass viele Sender, auch öffentlich-rechtliche, zu mir kommen und sagen, wir brauchen wieder Persönlichkeiten, wir brauchen wieder Stars. Wir müssen es mit die Stars, die wir in der Unterhaltung haben, die müssen wieder stärker aus dem Radio kommen. Aber das geht natürlich nicht, wenn überall nur noch verlangt wird, dass du einen Titel sauber ansagst, die Uhrzeit und den Sender sauber nennst. Das ist zu wenig. Unterhalter müssen ausgebildet werden und Persönlichkeiten müssen ausgebildet werden. Und ich erlebe das ja im Radio. Ich sehe so viele junge Leute zwischen 20 und 30, wo ich sage, das sind solche Talente. Lasst sie doch einfach mal machen und traut euch mal was. Traut euch wieder guten Journalismus. Traut euch Unterhaltung. Und wenn es alberne Unterhaltung ist, wir sind doch alle gerne auch mal albern. Aber auch das ist schwierig und auch das verlangt Handwerk. Ich habe jetzt ein Interview gesehen mit Hape Kerkeling, mit Dunja Hayali. Ne? Der Hape hat sein Leben lang leichte Unterhaltung gemacht. Der hat sich doch auch nichts geschissen. Der hat auch ein paar sehr anspruchsvolle Sachen gemacht. Aber was hat der für Albernheiten im Fernsehen gemacht? Das ist super schwierig. Und ich verneige mich vor diesem Lebenswerk von Hape. Ne? Und vor allen Dingen auch vor den leichten Sachen, die so schwer sind und die er immer mit viel Haltung gemacht hat. Und ich habe während des Interviews habe ich echt gedacht, Mensch, wir brauchen 20, 30-Jährige, die dieses Potenzial hatten, das er mit 20, 30 hatten, und wir müssen dann sie machen lassen. Und der Harpe ist sicherlich auch einer, der hat immer Leute gefunden, die ihn haben machen lassen, und irgendwann war er so berühmt, dass er es selber machen konnte. Und nur wir müssen daran arbeiten, und wir müssen auch begreifen, dass Unterhaltung schwere Arbeit ist. Und dann ist gut, im Radio und im Fernsehen. Und das müssen wir jungen Leuten beibringen. Und irgendwann müssen wir Älteren dann in die Dämmerung reiten. Und es kommt eine schöne Musik und dann ziehen wir uns zurück. Der Ein Sonnenuntergang, schönes genau. Schlusswort, ein schönes Schlusswort. Sehr schön. Ich bedanke mich für die Zeit, für das sehr Sehr offene, sehr sympathische Gespräch. Wünsche gern. alles Liebe, alles Gute. Ich dir auch. Dankeschön, Viktor Baum. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.